Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Batman Arkham Elysium. Und ich bin Sascha. Ich hatte schon mal getestet. Und wollen oder möchte jetzt ein neues. Bisschen heller, Untertitel, weiter. Normal. Der fährt schneller als 50, ja. Geh zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpie. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frauen und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kreton hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist Commissioner Gordon? Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Und willkommen im Spiel. Sharpie, filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterin. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ich hoffe, das reicht, Professor. Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batarangs? Batclaws? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lasst ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da ein Profil? Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein.
Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Jawohl! Gut. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Das war die kleine Fancy, meine oder? Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war's wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Boah, was ist das denn? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wild aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus! Sofort! Hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke! Lass deine Knochen! Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben! Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen sterben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in uns. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Na? Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihm zu nähern. Angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf einmal rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen.
Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Oh. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Ach, jetzt mal einen Schluck trinken, wa? Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, John! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause! Komm rein! Na, du gehörst wohl zu ihm. Willkommen im Irrenhaus, Batman! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampelt! Jetzt lass die Party beginnen! Joker! Oh, Action! Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung! Du bist vor ein paar Sekunden wohl hier in diesem Raum drin und wir dann Fassung zusammenziehen, aber das... Naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe! Patsch! Ich werbe dich nur auf, Bats. Frisch aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch helfen. Lass mich nicht nach, Idiot! Was ist passiert? Du meine Güte! Au! Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Wir gehen an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze, wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Oh, offen. Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Oh. Ein Rippler. Oh. Nochmal Zeichen von ihm. Von Rippler. Und hoch.
Und auch weg. Welche da hinten? Okay, weiter geht's. Getroffen. Überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Oha. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B2. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B8. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B1. Warnung, Sicherheitslücke auf Ebene B6. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B4. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B5. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B4. Hey Batman! Hier drüben! Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B1. Wer bist du denn? Eddie! Oh, Eddie. Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein. Ich arbeite besser allein. Seth ist frei! Oh Gott, er hat Mike! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Ja, ich... Ich komme. Wahrscheinlich. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Du kannst nicht entkommen! Lass ihn frei! Ich bin da. Spreche mit Franklin. Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Muss ich es dir noch sagen? Ich mal hier hoch, wa? Und halt! Er hat dir nichts getan! Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Ich muss nah genug an Seth ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Verdammt, wenn wir da runtergehen, wird er meinen Kumpel erschießen.
Verdammt, wenn wir da runtergehen, wird er meinen Kumpel erschießen. Sess hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Noch. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Wo kommen wir denn hier lang? Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Nah ran und ihn ausschalten. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Und erledigt. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi, Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Tja, wissen wir auch, wer das war. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Kann ich noch nicht durch. Ich sollte den Raum scannen, einen Ausgang suchen. Wer hat den Freak überhaupt rausgelassen? Du wurdest von Batman gerettet. Ich muss sagen, das war beeindruckend. Kannst du mich hören? Es wird alles in Ordnung kommen. Woran erinnerst du dich? Du wurdest von Zass geschnappt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Irgendwas läuft immer schief. Irgendjemand wird immer verletzt. Okay. Dann wollen wir da durch. Ganz leise diesmal. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Nun gut, der Joker ist entkommen. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen von Batman Arkham Asylum. Und tschüss.